Hi, heute gibt es mal wieder eine Rezension und zwar zu Starsight. Bis zum Ende der Galaxie von Brandon Sanderson ist im Knauer Verlag erschienen, der mir dieses Buch freundlicherweise als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat. Hat von der Geschichte her 506 Seiten und kostet 16,99 Euro und ist schon seit einer Weile als Broschur übrigens, habe ich vergessen zu sagen, erschienen. Und ich habe das auch schon länger hier gehabt. Leider hat die Leseflaute es ein bisschen verhindert, dass ich es früher beenden konnte und rezensieren konnte. Aber jetzt endlich kommt die Rezension. Das ist übrigens Band 2 zu Skyward, was ja letztes Jahr erschienen ist, so wozu es auch eine Rezension gibt. Die verlinke ich euch in der Infocard und in der Infobox, wie immer. Ich würde mal sagen, dass, falls ihr das nicht gelesen habt, zu der Rezension am besten geht und ihr nicht gespoilert werdet. Also, hier drin geht es um mit Spencers Geschichte weiter. Im ersten Band ist sie ja endlich Pilotin geworden und hat am Ende des Buches auch rausgefunden, was das Geheimnis ihres Vaters war und konnte auch rausfinden, dass sie bestimmte Kräfte hat und wie sie sie benutzt, zumindest so ein bisschen benutzt. Das muss sie, glaube ich, noch mehr rausfinden, weil da mehr hintersteckt. Auf jeden Fall im zweiten Band sind sie sich jetzt am Anfang des Buches sicher, dass sie was gegen die Aliens tun müssen, denn langsam gehen ihnen die Ressourcen aus, das Essen geht ihnen aus und für ihre Flugzeuge und so, für die brauchen die noch Sachen und so und das geht ihnen alles langsam aus und deswegen beschließen sie, einen Spion quasi unter die Alien-Zivilisation zu schleusen und eines Tages durch Zufall trifft es sich so, dass Spencer halt eine gute Gelegenheit bekommt, diese Spionin zu werden und macht das auch direkt spontan und das Buch spielt größtenteils halt eben in der Zeit, wie sie halt als Spionin unter den Aliens umhergeht und quasi versucht, ihre Geheimnisse auszukundschaften und etwas zu stehlen. Ob das gut geht oder nicht, müsst ihr selber in diesem Buch lesen. Mir hat es besser gefallen als der erste Band. Dem ersten habe ich 3,5, glaube ich, Sterne gegeben. Dem hier würde ich mindestens 4 Sterne geben. Es war für mich persönlich interessanter, weil unsere Protagonistin Spencer hier andere Sachen erlebt hat als im ersten Band, was ich immer sehr interessant und gut finde, weil wenn man wieder im zweiten Band dasselbe macht, was man im ersten schon gemacht hat, nur ein bisschen mehr davon, ist es nicht unbedingt immer interessant, deswegen sind die zweiten Bände oft so Übergangsbände, die man halt einfach lesen muss, um weiterzukommen, aber nicht unbedingt immer spannend. Und hier lernt man halt so viel Neues, dadurch, dass Spencer halt auch ihre Zeit ganz woanders verbringt, als sie es vorher im ersten Band getan hat. Ich fand die Idee, sie als Spion, Undercover-Agent quasi unter die Aliens zu mischen, super interessant. Ich mochte die ganze Idee dahinter, wie diese Aliens funktionieren, wie verschiedene Alienrassen zusammenleben und was deren Philosophie ist und wie die regiert werden quasi und worauf die hinaus wollen, was ist ihr Plan, vor allem warum sie die Menschen bekämpfen möchten und so weiter und so fort, obwohl da sicherlich noch so viel mehr Informationen hintersteckt, die man rausfinden kann. Aber zumindest hat man ansatzweise hier gemerkt, dass Aliens halt eben auch nur Menschen sind. Manche sind gut, manche sind nicht so gut und viele sind halt einfach auch dazwischen. Die machen mal gute Sachen und mal schlechte Sachen. Aber es ist auf jeden Fall immer für mich persönlich interessant zu sehen, wie einfallsreich ein Autor ist, wenn es um Aliens geht. Was lässt er sich einfallen? Wie ähnlich sind sie den Menschen oder wie unterschiedlich sind sie den Menschen? Wie funktioniert deren Gesellschaft und deren Leben und Körper und so weiter und so fort? Und da hatte Brandon Sanderson ein paar sehr ausgefallene Ideen, die ich bisher nicht so oft gelesen habe. Zugegebenermaßen bin ich jetzt auch nicht der großbewanderte Mensch in Science Fiction, aber ja, ein paar Bücher habe ich dann doch schon gelesen und die meisten Alien, das muss man schon zugeben, sind den Menschen meistens relativ ähnlich und hier gab es ein paar, die sehr, sehr weit davon weg sind. Ich mochte sogar den Anfang sehr viel lieber als im ersten Band, also wo sie Zeit verbracht hat unter den Menschen, obwohl das größtenteils fast dasselbe war wie im ersten Band, aber man hat da zumindest schon Sachen erfahren und die Welt größer gemacht und Informationen bekommen. Und deswegen war das schon interessant. Ich war so ein bisschen skeptisch, als das dann angefangen hat mit der Spionage-Ding. Ich wusste nicht, ob das so funktionieren wird, weil Spencer als Charakter eigentlich nicht so gut
für diesen Job geeignet ist. Aber es hat doch ganz gut funktioniert und es war eigentlich relativ spannend. Zum einen, weil man manchmal interessante Informationen erfahren hat, zum anderen, weil Spencer halt auch Sachen gemacht hat, die sie nicht unbedingt gut konnte, aber die halt für Action und so gesorgt haben. Und irgendwann ist man natürlich in diesen Konflikt reingeraten, weil man da Leute kennengelernt hat, die nicht unbedingt böse sind, dass sie halt quasi zwischen der Wahl steht. Wem schenkt sie jetzt ihr Vertrauen und was macht sie jetzt, wenn sie zurück zu den Menschen kommt, weil sie dann ja auch unausweichlich gegen diejenigen kämpft, die sie hier kennengelernt hat und auch mögen gelernt hat und quasi Freunde mit denen geworden ist. Und das hat Brandon Sanderson auch eigentlich ganz gut geschrieben. Ich muss sagen, das letztendliche, der große Klimax, das Ende, fand ich ein bisschen zu schnell herbeigerufen. Also, das ging alles so gemächlich und dann am Ende, ging es sofort den Berg hoch und auf einmal ist alles explodiert, einfach aus dem Nichts gefühlt. Da hätte man vielleicht ein bisschen graduelleren Aufstieg besser machen sollen, weil ich weiß nicht, viele Lösungen und so für Probleme kamen dann auch auf einmal aus dem Nichts, weil Spencer auf einmal ein Licht aufgegangen ist oder so, weil dann halt einfach keine Zeit mehr blieb. Aber an sich fand ich es auf jeden Fall von der Action her für mich persönlich interessanter dabei, denen zu folgen, weil es weniger zwei verschiedene Flugzeuge kämpfen gegeneinander und schießen sich ab war, sondern ja, sie sind geflogen, aber sie haben andere Sachen mit dem Flugzeug, nenne ich es mal, mit der Rakete oder was immer das auch war, mit dem Flugobjekt gemacht, als tatsächlich die ganze Zeit nur zu kämpfen. Und deswegen war es für mich persönlich interessanter, weil ich ja bei dem ersten Band gesagt hatte, dass diese ja, ganzen Fluggefechte nicht so unbedingt das sind, was ich interessant fand an dem Buch. Und ja, deswegen hat mir der zweite Band auf jeden Fall sehr viel besser gefallen. Ich kann es auch mehr empfehlen. Ich glaube, ich bin jetzt auch interessiert an dem dritten Band. Ich war ja mir nicht so sicher nach dem ersten Band, ob ich tatsächlich weiterlesen soll, weil er ja super gehypt wurde, aber mir irgendwie nicht so gut gefallen hat, wie ich es erwartet habe. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare. Habt ihr die Reihe schon gelesen, den ersten oder diesen zweiten Band sogar? Dann würde ich mich gerne mit euch austauschen in den Kommentaren. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye!